Jo Leute, was geht? Heute gibt es den ersten Pest-Diamant-Guide in Vanguard Zombies. Wir haben jetzt hier die MPs als erstes auf Pest-Diamant gemacht und ich werde euch heute ein paar wichtige Tipps geben, damit ihr den ganzen Dark Aether Grind ein bisschen effektiver gestalten könnt. Falls ihr noch auf dem Kanal seid und keine Guides mehr verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da, das würde mich sehr freuen und wir starten direkt rein in den Guide. Das Wichtigste überhaupt und was dieses Jahr am meisten Zeit frisst, ist das Waffenleveln. Denn bevor ihr hier diese ganzen Tarnungen freischalten könnt, müsst ihr die Waffe erstmal bis Level 70 leveln. Hierzu habe ich einen ausführlichen Guide gemacht, den könnt ihr euch an der Stelle oben rechts anschauen. Ansonsten ist wichtig, spielt ihr auch den Multiplayer oder spielt ihr nur Zombies? Wenn ihr nur den Zombie-Modus spielt, dann würde ich euch empfehlen, spielt bis Runde 5 oder 6 und exfiltriert dann. Damit macht ihr dann am meisten Waffen-XP, vor allem wenn ihr mit mehreren Leuten spielt. Und ich würde euch nicht empfehlen, wenn ihr mit einer Waffe reingeht und dann immer versuchen, so hoch es geht zu gehen, denn ab Runde 7 bekommt ihr kaum noch Erfahrungspunkte und generell umso mehr Kills ihr in einem Objective macht, umso weniger Erfahrungspunkte bekommt ihr. Das solltet ihr vielleicht immer im Kopf behalten. Deswegen versucht, wenn ihr mit einer Waffe oder wenn ihr eine Waffe im Zombie-Modus levelt, dann versucht das immer zu berücksichtigen, damit ihr nicht zu viel Zeit verschwendet und ihr dann einfach kaum Waffen-XP bekommt, weil ihr zu lange in den Objectives drin seid. Was ich euch aber am meisten empfehlen würde, ist einfach in den Multiplayer zu gehen. Geht in Shiphouse 24/7 rein. Es ist vielleicht nicht die allerschnellste Methode, aber ich finde, es macht am meisten Spaß, denn die allerschnellste Methode, die ihr machen könnt, ist auch zusätzlich die langweiligste. Aber wie gesagt, dazu habe ich ja schon ein Video gemacht. Aber das sind die groben Tipps, die ich euch zum Waffenleveln geben kann. Kommen wir jetzt zu den einzelnen Tarnungen, Kategorien. Und als erstes haben wir hier erreiche in Zombies 4000 Eliminierungen. Und auf die müssen wir nicht wirklich achten, weil die machen wir zwangsweise mit den anderen Tarnungen gleichzeitig. Als nächstes haben wir dann erreiche in Zombies 800 kritische Abschüsse. Das ist bei den MPs, denke ich mal, kein Problem. Denn man versucht ja meistens auf den Kopf zu zielen, um nochmal extra Schaden zu machen. Deswegen müsst ihr euch hier nicht wirklich viel anstrengen. Zum Glück sind es nur 800 kritische Abschüsse. In Cold War waren es jetzt 2500, da war es immer so ein bisschen schwieriger. Aber hier, denke ich, ist das gar kein Problem. Und das passiert auch, während ihr die Tarnung grindet oder auch beim Waffenleveln. Die nächste Tarnung ist dann aber die Tarnung, die für mich immer die letzte ist, die noch offen ist. Und zwar die 4000 Pack-a-Punch-Kills. Denn 4000 Kills sind schon extrem viel und mit Pack-a-Punch ist ein bisschen ärgerlich, weil ihr braucht für Pack-a-Punch 7500 Punkte und es kann sein, dass ihr manchmal erst in Runde 3 erst Pack-a-Punch bekommt und damit ist es dann ein bisschen schwieriger, weil ihr dann die ersten 150 Kills immer so ein bisschen zurücklegt und das heißt, am Ende müsst ihr wahrscheinlich insgesamt mit der Waffe 4500 bis 5000 Kills machen, weil ihr die ersten Kills normale Kills macht und keine Pack-a-Punch Kills macht. Die Methode, die ich dann immer angewendet habe, um schnell Pack-a-Punchen zu können, erste Runde ist eigentlich relativ egal. Ich habe da eigentlich immer Blitz genommen, aber in der zweiten Runde versucht da an Ernten ranzukommen und versucht dann dort so viele Kills zu machen, dass ihr 5500 Punkte bekommt. Wenn ihr das Objective dann abschließt, bekommt ihr 2000 als Bonus und dann kriegt ihr diese 7500 und könnt in der dritten Runde safe punchen und das ist auf jeden Fall wichtig, wenn ihr auf die Pack-a-Punch-Tarnung geht. Als nächstes haben wir dann die Aufgabe, erreiche in Zombies 50 mal 10 schnelle Abschüsse. Das ist eine Aufgabe, die für viele Spieler sehr schwer sein kann. Wichtig hier zu wissen, ihr bekommt eine Medaille, wenn ihr diese 10 schnell Abschüsse hintereinander gemacht habt, und zwar die Metzelei-Medaille. Hier kann ich euch einmal empfehlen, immer das größte Magazin einer Waffe mitzunehmen. Deswegen ist es auch ganz gut, wenn man die Waffe auf dem Max-Level hat, damit man besten Aufsätze auch drauf tun kann auf die Waffe. Des Weiteren gibt es hier einen extrem wichtigen Tipp, und zwar der Pakt Blutdurst. Der Blutdurst-Pakt ist ein Pakt, womit ihr mehr Nahkampfschaden macht. Ihr könnt die Zombies somit, je nachdem in welcher Runde ihr seid, one-hitten mit Nahkampf und diese Nahkampf-Kills, die zählen als ganz normale Abschüsse mit der Waffe. Das heißt, wenn ihr 10 schnelle Nahkampfkills hintereinander macht, dann zählt das auch als Metzelei-Medaille und für diese Waffe dazu. Ihr könnt auch zwischendurch dann ein paar Kills mit der, zum Beispiel jetzt mit der MP machen und die anderen Kills dann mit Nahkampf machen und das zählt dann auch als Metzelei-Medaille. Das ist wirklich das Wichtigste, was ihr auf jeden Fall mitnehmen solltet. Vor allem, wenn ihr dann bei anderen Waffen dran seid, bei den Snipern oder sowas, da ist das auch extrem wichtig. Da zählt das dann auch als normaler Abschuss. Bei den MPs ist das auf jeden Fall auch sehr wichtig, denn
denn die MPs haben oftmals nicht so große Magazine und da ist es schwer, diese Metzeleimedaillen zu bekommen. Des Weiteren würde ich euch hierfür empfehlen, dann Ernten oder Übermitteln zu nehmen. Denn wenn ihr bei diesen Aufgaben nicht auf die Objectives geht, dann kommen unendlich viele Zombies und ihr könnt dann sozusagen die Tarnungen farmen. Ich würde euch hier empfehlen, ab Runde 4, 5, 6 dort dann Ernten zu wählen und dort dann einfach ganz Zeit zu bleiben und ein bisschen die Zombies sammeln, dann Nahkampfabschüsse zu machen und dann spawnen auch solo genug Zombies, dass ihr diese 10 schnellen Abschüsse hinbekommen könnt. Das Gute daran ist, dass ihr dann auch die normalen Kills macht, die Pack-a-Punch-Kills, solange die Waffe gepuncht ist. Die Paktabschüsse, zu denen wir gleich kommen und noch alle anderen weiteren Tarnungen. Das ist auf jeden Fall der wichtigste Tipp für diese schnellen Abschüsse. Die nächste Tarnungen-Kategorie habe ich schon angesprochen und zwar die Paktkills. Hier müssen wir in Zombies durch einen ausgerüsteten Pakt 2000 Eliminierungen machen und das ist auch eine Aufgabe, die manchmal ziemlich viel Zeit kostet. Aber wenn ihr dann den Blutdurst-Pakt habt, dann kann das auch relativ schnell gehen, denn jeder Nahkampfabschuss mit dem Blutdurst-Pakt zählt als Paktkill und das ist extrem wichtig. Das heißt, während ihr die schnellen Abschüsse macht mit den Nahkampfkills, könnt ihr dann gleichzeitig hier auch die Pack-Kills machen, die Pack-a-Punch-Kills, die normalen Kills. Und das ist wirklich das Wichtigste, was ich euch empfehlen kann. Nehmt einfach diesen Blutdurst-Pakt mit und dann müsst ihr halt einfach nur die Zombies boxen. Ihr könnt euch teilweise auch einfach irgendwo hinstellen und einfach nur boxen, wenn ihr einen guten Spot habt und das Ganze auch solo. Es geht extrem einfach und das ist dann nur noch eine Frage der Zeit, wie lange ihr dafür braucht, diese 2000 Kills zu sammeln, beziehungsweise die 4000 Pack-a-Punch-Kills zu sammeln. Aber das ist wirklich die einfachste Methode. Als nächstes haben wir dann die Aufgabe, erledige in Zombies 100 Bummkreischer. Hier kann ich euch empfehlen, spielt vielleicht ein, zwei Runden mit mehreren Spielern, dann kommen nämlich auch mehr Kreischer, denn solo kommen nicht wirklich viele und da müsst ihr teilweise mehrere Runden für opfern, nur um diese Kreischer zu bekommen. Deswegen spielt ein, zwei Runden mit mehreren Spielern, holt euch ein paar Kreischer und dann geht in die Solo-Runde und macht die anderen Aufgaben fertig, aber ansonsten auch eine einfache Aufgabe. Danach haben wir die Sturmkrieger, hier müssen wir 20 killen, das könnt ihr aber auch solo in einer Runde machen, weil ab Runde 7 oder 6 kommen dann die Sturmkrieger und später kommen dann sehr, sehr viele auf einmal. Ich denke mal, das ist damit auch kein Problem. Bei der Überlebenskünstler-Tarnung müssen wir dann 2000 Eliminierungen mit 7 Aufsätzen machen. Ganz wichtig, nehmt auf jeden Fall immer ein Visier mit. Das ist was, was manche Leute vergessen und dann haben sie halt nicht diese 7 Aufsätze. Ihr müsst wirklich jeden Aufsatz ausgerüstet haben, damit das zählt und dann 2000 Kills. Deswegen ist es hier ganz wichtig, erstmal die Waffe Level 70 leveln und dann die Tarnungen grinden, weil dann könnt ihr alles gleichzeitig grinden. Gedankenspiele ist dann eine relativ einfache Tarnung. Hier müsst ihr einfach nur 30 Mal mindestens 3 schnelle kritische Abschüsse hintereinander machen. Das geht eigentlich relativ einfach. Einfach nur schnell diese kritischen Abschüsse machen. Bei der letzten Tarnung müsst ihr dann 20 Mal mindestens 20 Abschüsse machen, ohne getroffen zu werden. Und hier solltet ihr dann normal mit eurer normalen Waffe spielen und dann nicht die Paktkills machen, weil da werdet ihr häufig von den Zombies gehittet. Aber ich denke mal, mit den MPs ist das keine große Schwierigkeit, denn ihr müsst einfach nur ein bisschen auf Distanz gehen und dann 20 Kills machen, dann bekommt ihr die Raserei-Medaille und dann wisst ihr, habt ihr schon mal eins gesammelt und damit haben wir die ganzen Tarnungen fertig. Wie gesagt, das Wichtigste hierbei, levelt die Waffe erstmal bis Level 70, packt euch den Blutdurst-Pakt ein, geht dann in eine Runde Zombies und bleibt dann in Runde 4, 5, 6 bei Ernten und sammelt dann alle Kills, sammelt dann alle eure 4000 Kills und dann würde ich im Nachhinein dann auch die Kreischer mehreren Spielern holen und die Sturmkrieger könnt ihr auch dann in diesem Prozess, wo ihr dann mit mehreren Spielern spielt, könnt ihr dann freischalten und das ist für mich die schnellste Methode. Bei mir zumindest dauert es immer so 2-3 Stunden eine Waffe auf Level 70 zu leveln, sofern halt Doppel-XP aktiviert ist. Und wenn ich dann in eine Runde Zombies gehe und diese ganzen Aufgaben sammle, da brauche ich ungefähr 2 Stunden für und dann mache ich nochmal eine halbe Stunde die Kreischer und die Sturmkrieger. Und dann habt ihr eine Waffe, ja sagen wir mal 6, 7, 8 Stunden, je nachdem ob ihr Doppel-XP habt oder nicht und das dauert schon extrem, extrem lange. Um die Pest-Diamant-Tarnung zu bekommen, müsst ihr das natürlich für 6 MPs machen. Wir haben aktuell nur 6 MPs, wenn dann eine neue hinzukommt, dann müssen wir immer noch nur 6 MPs machen. Wir haben dann 7 zur Verfügung und für Dark Aether müssen wir natürlich das für alle Waffenklassen machen. Und Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, konnte euch weiterhelfen und ihr könnt dann ein bisschen besser und effektiver die Tarnung grinden. Wenn dem so ist, lasst gerne ein Like da und schreibt gerne in die Kommentare, welche Waffenklasse ihr als nächstes sehen wollt.
Das war's mit dem Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal.